Hallo und herzlich willkommen hier auf Blue Frame Video. Ja, es ist halt so. Ich stehe schon wieder an der Volme, weil wir haben, Hochwasser will ich es noch nicht nennen, aber erhöhten Pegelstand hier in der Volme. Trotzdem fragen mich ganz viele Leute, kriegen wir Hochwasser, müssen wir Angst haben? Was passiert da jetzt mit uns? Ja, ganz so schlimm wird es nicht sein, aber ein Aber gibt es immer, ne? Wir haben aktuell hier einen Pegelstand in Ambrock. Ich habe mit dem Bastian gesprochen von Wetternetz Hagen von 1,90 Meter. Was kann ich damit anfangen mit dem Pegel? Im Januar letzten Jahres hatten wir da schon mal einen Pegelstand von 2,60 Meter. Aber da ist uns hier in Dahl oder Umgebung auch noch gar nichts passiert. Und deswegen müssen wir jetzt keine Panik haben. Ihr seht ja, wie es hier aktuell aussieht. Ich halte mal die Kamera drauf. Es ist schon nicht so wenig. Wir haben da hinten, jetzt regnet es aber auch hier, da hinten nochmal so Löcher, so Abflusslöcher in der Mauer. Daran kann man gut erkennen, ob die Volme steigt oder sinkt. Im Moment tut sich da nicht viel. Wir haben auch nicht mehr so viel Niederschlag. Ich gehe mal hier vorne ins Trockene. Wir haben aktuell ja nicht so viel Niederschlag hier. Es nieselt zwar, aber die Mengen an Regen kommen hier aktuell nicht runter. Wir haben ja den 23. Stimmt das überhaupt? Ja. Den 23.12., einen Tag vor Heiligabend. In den letzten Tagen ist sehr viel Wasser runtergekommen. Der Boden ist absolut durchnässt. Der nimmt kein Wasser mehr auf. Das fließt einfach, das was vom Regen kommt, fließt in die Flüsse. Wir haben den Zulauf ja hier von Meinerz Hagen und da regnet es im Moment nicht mehr. Ich werde also hier am Ball bleiben und gucken, ob der Pegel steigt oder sinkt. Ab und zu werde ich mal hier runterfahren. Wir haben immer so ein, ich mache es immer daran fest, in Bietinghausen. Da ist eine Wiese relativ flach zur Volme angeschüttet. Und da geht es als erstes drüber. Und deswegen fahre ich da gleich mal hin und gucke mir das an, wie das da aussieht. Ja, Bietinghausen, Dahl Richtung Rummenohl auf der B54 kommt irgendwann der Bauernhof von Halverscheid. Hier geht es als erstes über die Wiese. Ich kann mal hinten auf die Brücke gehen, dann sieht man den Pegelstand hier. Es ist hier absolut noch nicht kritisch, aber hoch. Ja, jetzt gehen wir mal auf die Brücke. Da sieht man noch ein bisschen mehr Bilder von der Volme zwischen Dahl und Priorei am 23.12.23. Aufwärts. Ah, die Bäume, die fallen auch irgendwann mal um. Hoffentlich reißen sie die Brücke nicht nieder. Na, hier zum Hof ist so ein kleiner Wall angelegt. Der schützt auf jeden Fall jetzt vor Hochwasser. Da hinten sehe ich, geht es ganz leicht drüber. Aber der Wall wird es noch festhalten. Naja, aber man sieht, hier ist schon ein bisschen was auf der Wiese. Halverscheid ist hier trocken. Bis zur B54 ist auch noch mal, bestimmt 1,50 Meter. Schlimmer ist es aktuell kurz vor Herdecke in der Ruhr, an der Ruhr. Denn da fließen die Lenne und die Volme zusammen. Und das sind zwei Flüsse, die ganz viel Wasser ranbringen und die Ruhr selbst auch noch. Das ist ein sehr langer Fluss. Und da habe ich noch mal Bilder, die könnt ihr jetzt sehen. Was machen denn die Talsperren? Das ist so das Erste, was denen einfällt. Die Glör lässt Wasser ab. Nein, das ist genau andersrum. Es wird also da, die Talsperren sind ja auch Puffer, Möhnesee zum Beispiel. Die puffern im Moment den Niederschlag. Die zulaufenden Flüsse füllen den Stand an den Talsperren. Und viel abgelassen wird nichts, um die Ruhr und alle anderen Flüsse zu schonen, damit das Wasser nicht stark ansteigt. Also im Gegenteil, diesmal helfen uns die Talsperren. Ja,
Ihr habt es gesehen, alles was so lose an den Rändern der Folme liegt, wird weggespült. Hier kommt also einiges runter. Ja, wir können mal hier vorne hingehen. Da sieht man, dass hier schon wieder Holz angeschwemmt wurde. Da. Da kommt eine ganze Menge runter. Mit so viel habe ich nicht gerechnet. Der staut sich natürlich hier wieder und drückt auf die Mauer, auf die Bogenbrücke. Da hinten kann man noch so ein bisschen festmachen, wie hoch das jetzt ist. Oh, ich muss den Schirm holen. Jetzt fängt es doch wieder stark an zu regnen. Dann habe ich die ganzen Regentropfen auf der Linse, seht ihr mich nicht mehr. Vielleicht auch besser, ne? Auf der anderen Seite sieht man die Hochwassermarke von 1909. Da sind wir ungefähr 80 cm von weg. Und, ich kann mal hier die Häuser zeigen. Da kann man auch noch mal erkennen, ist das kritisch, ist das nicht kritisch. Ja, das sind die Keller, die vollgelaufen sind. Die Feuerwehr pumpt schon Keller aus. Es stürzen auch Bäume um, weil der Boden sehr weich geworden ist. Das sind so Nebeneffekte, die wir heute auf jeden Fall hier wieder haben. Der Pegelstand der Volme steigt natürlich permanent bei starkem Regen. Haben wir starken Regen? Nein, im Moment nicht. Es ist Nieselregen und es kommt auch erstmal in den nächsten Stunden nicht viel dazu. Das heißt, die Volme kann sich erholen, der Pegel wird auch wieder sinken. Das kann ich auch mal festhalten, wie das hoch und runter geht. Und die Presse sagt von 50 Liter pro Quadratmeter hier in den nächsten Tagen. Wenn die Volme Pause hat dazwischen, dann wird sie nicht stark ansteigen. Also ein Hochwasser, wie wir es hatten, kriegen wir jetzt sicherlich nicht. Der Unterschied ist, wir haben auch einen Orkan, einen Sturm hier. Das heißt, die Wolken ziehen ganz schnell über uns drüber. Das war ja 2021 nicht so. Da sind sie direkt über uns stehen geblieben, haben sich ausgeregnet. Und den Fall haben wir im Moment nicht. Trotzdem, seid wachsam. Beobachtet die Volme, geht ab und zu runter. Wenn ihr Angst habt, wenn das bedenklich werden könnte, dann fahrt bitte eure Fahrzeuge weg, eure Autos, so wie das 2021 nicht gemacht wurde. Seid gewarnt, beobachtet das, aber keine Panik. Ja, das war ein Zwischenbericht hier. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen, den Wind aus den Segeln nehmen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Wir sehen uns hier wieder auf Blue Frame Video. Macht's gut.